Zack, ist wieder Freitag. Was lag die Woche so im Rathaus an? Wir hatten eine sehr lange Projektgruppensitzung, Mainschleifenbahninfrastrukturgesellschaft. Dort gab es das erste Planergespräch, also tatsächlich ein Dutzend Planer waren da. Da ging es um Umweltbelange, Landschaftsbau, Verkehrstechnik und da haben wir uns das erste Mal konkret ausgetauscht für die Reaktivierung der Mainschleifenbahn. Dann gab es eine Reihe noch Bewerbungsgespräche für unsere Geschäftsstelle, Leiterstelle. Dann war Stadtratssitzung am Montag. Wir hatten ein großes Planer-Schurfix hier mit allen Büros für das Freibad Volkach und auch dem Institut für Energietechnik. Da ging es eben jetzt nochmal um die konkrete Beckenplanung, um die Außenplanung, Hochbau und Betriebstechnik, um die Kosten, die anfallen und eben auch um die energetische Konzeption, weil wir wollen ja keine Primärenergie verwenden und wollen möglichst CO2-neutral werden. Dann hatten wir eine erste Planerbesprechung für die Sanierung der Frank-Ritter-Straße in Astheim. Die ist von den Leitungen her in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und da werden jetzt die ersten Planungen angegangen. Wir hatten Plattformtreffen Netzwerk Main in Kitzingen. Alle Main-Anliegergemeinden, die in diesem Netzwerk dabei sind, dort gab es verschiedene Impulsreferate aus allen möglichen Bereichen. War auch mal ganz interessant. Ich hatte eine Besprechung in Sachen Feuerwehr und Beschaffung. Und dann war noch die ganze Woche der oberste Rechnungshof aus München bei uns. Der hat den Neubau von unserem Kindergarten in Volkach auseinandergenommen und entsprechend geprüft. Da hatten wir dann auch noch eine Abschlussbesprechung. So viel zu meiner Woche. Ich wünsche euch ein schönes, langes und vielleicht sonniges Wochenende. Vielleicht sehen wir uns ja auch bei unserem Symphonischen Blasorchester.